Okay, Leute, herzlich willkommen zu diesem Video. Digga, ich habe keine Ahnung, wie lange dieses Video geht, aber ich habe jetzt mal so random eine Stunde eingeplant. Ich filme das mit meinem Handy, weil auf meinem iPad habe ich so ein paar Sachen aufgeschrieben und Handyqualität ein bisschen besser als iPad. Um was geht es in diesem Video? Also, wie ihr wisst, habe ich ein kleines Album gemacht für meine Freunde und ja, ich habe so, also, ich habe das Album jetzt noch nicht fertig. Heute ist der 4. Mai. Genau, also ja, wie gesagt, ich habe ein kleines Album für meine Freunde gemacht, zu jedem ein Lied gemacht. Und ja, ich muss die erst einmal in den raussuchen. Ja, also wie gesagt, heute 4. Mai. Ich habe zwei Lieder, drei Lieder schon fertig. Und zwar von Julia, Lara und Nikolai. Und genau, die habe ich schon fertig und ich will halt so im Video so, weißt du, ich gehe so jede Person durch und so nach Namen sortiert, also wie im Album. Genau, ich rede so über, was diese Person für mich ist, wie ich auf die Beats gekommen bin, so ein bisschen Lyrics explained und so. Und ja, genau, ich zeige ein paar Aufnahmevideos, paar Bilder, random, dies, das, alles drin. Wer schauen will, der schaut so, weil das, ich weiß gar, ich habe ehrlich keinen Plan, wie lange dieses Video geht, aber wer schauen will, der schaut zu. Und ja, also ich bin gerade aufgestanden. Genau, wie gesagt, drei Lieder habe ich schon fertig. Und starten wir jetzt einfach mal, ja, mit der ersten Person, liebe Julia. Also, genau, Julia. Also, das Julias Lied ist, glaube ich, ehrlich das längste Lied in dem Album. Weil, genau, ich habe die Beats immer so gemacht, dass sie zur Person passen, also zum Musikgeschmack von der Person. Wie Julia hört jetzt so eher so, ich würde eher ruhigere Musik sagen. So kennt man ja von Autofahrten. Ja, wird jetzt eher so ruhigere Musik sagen. So Taylor Swift und so. Also Willow mag ich zum Beispiel sehr. Hört Julia, glaube ich, auch, aber so die bekannten Lieder, so Transparent und so. Dann, was gibt's noch? Diese Sänger, genau, bisschen dieses Ruhige halt. Und Emilia, also hört ja so ähnliche Musik, deswegen weiß ich so ungefähr. Und genau, habe ich ein bisschen geguckt, so Type Beats, Willow Type Beat, weil ich schwöre, Willows Musik ist ehrlich crazy so. Und habe ich mal nach Willow Type Beats geguckt und habe da so einen geilen Beat gefunden. Und hab darauf gerappt, dies, das, und wie gesagt, das habe ich schon fertig. So, erstmal, was ist diese Person für mich? Also Julia ist wirklich kommt so ein bisschen einfach rüber so, aber Mala wie Julia gibt es ehrlich niemanden. Und ich bin so dankbar, die Entscheidung, die ich damals getroffen, die TG-Entscheidung, die ich damals getroffen habe, dass ich am Ende in halbes TG gelandet bin. Mit Julia, Carla und so. Auch Shoutout an Gianluca. Aber ich bin so glücklich darüber, dass ich bei Julia in der TG gelandet bin. Weil ich glaube, diese letzten 3 Jahre waren einfach, ja, die besten 3 Schuljahre, die ich jemals hatte. Und Julia war halt einfach so eine Person, so eine Freundin, die man, keine Ahnung, so, die man braucht, so, weißt du? So, ja. Ja, und diese 3 Jahre gehen jetzt einfach zack vorbei. Und Julia, ich würde schon sagen, dass Julia für mich da war, wenn ich sie brauchte. Das sind so Personen, wo einfach nur, so weißt du, wenn die da sind, wenn die kommen, du bist glücklich, so weißt du. So, solche so englisch Treffen jetzt, was sie die letzten Male hatten, keine Ahnung. Wenn, ich schwöre, wenn Julia nicht da ist, dann habe ich keinen Grund zu kommen. So, wisst ihr, was ich meine? Ist einfach so, ist einfach so wie, keine Ahnung. So, du hast nur Spaß, wenn diese Person da ist, weißt du, wie ich meine? Und das finde ich halt krass, dass so Menschen so einen Effekt haben können und ja, so eine Eigenschaft hat und ich das ehrlich wertschätze und ja, ich niemals, wirklich niemals Julia vernachlässigen könnte irgendwo.
Ja. Genau. Ja, wie ich auf den Beat gekommen bin, wie gesagt, so ähnliche Beats, was halt so zu deren Musikgeschmack passt, habe ich halt diesen Willow Type Beat. Das Lied geht 5,5 Minuten. Ich habe da ganz, ganz, ganz viele Elemente. Ich habe da auch dieses 1, 2, 3, 4, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, spielt es kurz ein, von Willow benutzt für den Anfang. Also, ich habe es noch nicht ihrer Schwester geschickt, aber ich sage jetzt mal, ich habe es schon ihrer Schwester geschickt, weil zu dem Zeitpunkt, ja, seht ihr das dann halt, um halt zu gucken. Ich muss auch Amelie noch Laras Track schicken, um halt zu gucken, so, ob das gut ist. So, ich kann es nicht mehr ändern, ich habe es auch schon hochgeladen. Aber so, dass es halt am 18. kommt. Also Alara und Julias Lieder kommen am 18. beziehungsweise sind jetzt schon draußen. Und dieses Video, glaube ich, auch 18. oder 19., noch nicht sicher. Und das komplette Album halt am 19., weil wir da letzten Schultag kamen. Und genau, dann hatte ich halt die Idee, so dass ich deren Geschwistern, so Julia, Lara, kann man deren Geschwistern so, ich meine, die sind ja schon alt genug so. Genau, dass ich denen so den Track rüber droppe und dass sie mir sagen, so wie der so ist. Genau, jetzt bei Emilia muss ich das noch machen. Und ja, also wie gesagt, ist ein sehr für mich, ich weiß nicht, wie es für euch oder für dich ist, Julia, aber Walla, für mich ist es ein wirklich sehr emotionales Lied, weil ich habe so versucht, also von Anfang an schon gesagt, ja, ich will so so Zeiten einbringen, die wir erlebt haben, so Momente, so alles, was halt so in die letzten 3 Jahre passiert ist. Natürlich kann man nicht alles einbringen oder natürlich erinnert man sich so noch mehr an die letzteren Sachen, die passiert sind. Es wurde halt immer auch besser, die Zeit, weil ich meine, anfangs, ich hatte wirklich Angst vor dir, Julia. So, ich dachte so, du bist diese Highschool-Zicke Emma, so, die jeden abfuckt und so. Aber Walla bist du nicht. Ja, genau. Ja, also was soll ich sagen? Ich habe die Lyrics hier. Ich über das Lied. Genau, Julia. Also, ich glaube, du würdest die Lyrics am besten verstehen, weil du einfach weißt, ja, du bist und was wir alles so schon zusammen erlebt haben und so. Ich bin ehrlich, ich musste auch gestern, also wirklich gestern, ich glaube 3. Mai nach Mathe, ich musste so weinen, weil ich das Lied im Auto gehört habe. Kann ich auch kurz ein Video davon einblenden, aber ja, sehen wir dann. Also es geht einfach um Zeiten. So, ich guck mal so, was man vielleicht nicht verstehen könnte. So, ich weiß, die Zeit ging nur 3,6, aber ich stoppe die Zeit. So 36 Monate. 3,6, ich konnte halt nicht 36 Monate einbauen. 3,6 gesagt. Und dann Lyrics, die hoffentlich kommen. 36 Monate reingeschrieben. Es tut mir immer noch leid, dass ich zum Tag nicht erscheine, als du die coolste Party in Vorschhausen startest mit Elk. Ich schwöre, an diesem Tag, ich war krank. Nach diesem Fußballspiel, ich wollte auch eigentlich gar nicht auf dieses Fußballspiel, aber ich dachte, komm, Germania muss ausgeholfen werden, so N3N muss da sein, aber ich war so krank und bevor ich einen Geburtstag von Julia verpasse oder bevor ich da nicht hingehen muss, schon muss ich wirklich down sein, so, wisst ihr, wie ich meine? Deswegen ganz wichtig, dass ich das hier reingeschrieben habe. Ja, genau, Perle am Main, die Stars, du weißt, also Julia, du verstehst am besten so. Und das Lied ist ja für dich und nicht für die anderen. Aber nur so ein bisschen zum Explainen halt, so weißt du. Weil, ja, manche verstehen nicht. Ja, keine Parkfahrt mehr zusammen, keine Wände mehr bemalen. Unser Astroworld, was wir in der Schule gemalt haben, kann ich auch kurz einblenden. Zu geil diese Zeit, bin ich ehrlich. Ja, genau, dann habe ich hier ein Part. Wie Scheine wechseln und Taschen packen für Sachen, die sie nicht mit uns machen. B und C, Ben und Carla. Ja, also ich brauche das jetzt hier nicht so zu erläutern, aber in Prag halt gab es halt diese Zeit so, Julia, Carla, wenn da irgendwas ist, ich werde auf Seiten gezogen. Entweder bin ich auf Julias Seite oder ich bin auf Carlas Seite. Und wenn ich die eine Person ein bisschen verstehe, was ich versuche immer, kann schon mal kritisch werden. Ja, und da habe ich auch Emilia. Emilia wirklich Lieblingsmensch. Kurz eingebaut. Emilia kann es bezeugen, das war ein kleines Drama. Das war das erste Mal, wo ich mit Emilia gesprochen habe. Weil da hat Julia sie angerufen und hat so ein bisschen erklärt, dies, das. Oh mein Gott, Digga. Hat so ein bisschen erklärt, dies, das. Genau, also wie gesagt, du verstehst das hoffentlich. Genau, dann ganz wichtiger Part ist die Hook. Und ich schreibe Erinnerungen, weil du vergisst viel zu schnell. Julia, glaub mir einfach, du vergisst viel zu schnell. Also was heißt vergessen? Natürlich weißt du so coole Sachen, die man so gemacht hat und so. Aber
ich habe so das Gefühl, das ist so ein Beispiel, ich weiß nicht, ob man das so gut erklären kann so, aber zum Beispiel, man macht ein Bild so, du willst die Bilder gar nicht haben, du fragst gar nicht nach den Bildern so, weißt du, weil zum Beispiel so Carla und ich, Carla eh Paparazzi, und ich, also ich bin so jemand, so der fragt direkt nach Bildern, wenn Bilder gemacht wurden, wo ich und Freunde und irgendwas drauf sind, und ja, Julia fragt halt nie danach, und deswegen sag ich so, und ich schreibe Erinnerungen, weil du fängst viel zu schnell. Weil ich schreibe Erinnerungen im Sinne von, ich schreibe dieses Lied halt, weißt du, und es wird für immer da sein. Deswegen, genau, dann was auch ganz Lustiges. Ich gebe zu, das iPhone 13 habe ich nur gekauft, weil du es hast. Es tut mir leid, aber ich schwöre, ich habe es nur gekauft, weil du es auch hattest. Ich dachte, ey, Digga, mein iPhone 11 Pro war von hinten eh kaputt. Dann dachte ich, komm, holen wir uns das iPhone 13 Pro Max. Ja, und ich fand's cool, deswegen, ja, auf locker. Es ist für mich ist ehrlich ein sehr schönes Lied. Ich hoffe, du siehst es auch so, und weil ich könnte dich niemals vergessen. Und die Zeit. Und ich check nicht, dass es vorbei ist, ehrlich. Wir sehen uns wieder, Julia, das weiß ich. Chiago-Konzert sowieso. Ich habe schon ein Ticket geholt, by the way. Ja. Es war einfach schön. Ich bin dir ehrlich, Julia, es war einfach schön. Natürlich hoffe ich auf weitere Jahre so, aber man weiß nie, was die Zeit so bringt. Ja. Ich werde dich auf jeden Fall vermissen, würde ich dich nicht mehr wiedersehen. Was ich nicht hoffe. Hier drin bist du. Genau, das war Julia. Da habe ich mir wirklich für das Lied Lyrics, also ich bin generell so ein schneller Lyrics-Schreiber, ich weiß auch nicht warum, aber ich wirklich, ich gebe mir einen Beat, ich schreibe dir ein komplettes Lied in 10 Minuten maximal. Bei den Lyrics hat jetzt ein bisschen länger gebraucht, weil der Beat auch so lang war. Beat habe ich auch noch ein bisschen angepasst und so. Dass er, ja. Genau, dann habe ich aufgenommen, ich weiß nicht mehr genau wann. Ich wollte dieses Video auch schon viel früher anfangen, so. Aber eigentlich 29. Nee, viel früher, keine Ahnung. Aber hatte nicht Zeit. Hatte ehrlich nicht genug Zeit. Und jetzt habe ich es aber gemacht, ist schon fertig. Und ja, schreibt Erinnerung, Julia. Das war's mit Julia. Genau, kommen wir zur nächsten Person. Lara. Ich gebe hier mal kurz Lara ein, dass ich die Lyrics vor meinen Augen habe. Also Lara wirklich vorab. Die reifste Freundin, die ich habe, also von meinen Freunden, die reifste Person, die ich kenne. Und deswegen beginnt das Lied auch direkt, Lara 19, fast die 20, so alt wie sie, nein, das geht nicht. Sie ist 19, wird bald 20, ja, aber so beginnt es halt direkt. Und Lara ist für mich einfach wirklich Herzensmensch. Outfit immer 10 von 10, hat jetzt nichts mit ihrer Persönlichkeit zu tun, aber wirklich Lara Style. 10 von 10, Lara 10 von 10, ich weiß nicht, was ich mehr sagen soll. Und ist auch eine Person, die ich immer vermissen werde. Genau, da habe ich auch in dem Text eingebaut. Schöne Zeit geht vorbei, Lara, lass dich nicht allein, schwöre, sag mir Kaffee trinken und ich schwöre, ich bin dabei. Weil wir halt immer so darüber geredet haben. Lara meinte so, ich schwöre, ich lade dich zu Kaffee trinken ein, wenn es sein muss, ich komme zu dir nach Hause. Voilà, ich bin die Person, die es machen würde, bin ich ehrlich. Genau, deswegen habe ich das auch eingebaut. Genau, bei Laras Beat, den Beat hatte ich schon, den habe ich schon richtig lang. Also, der ist schon lange auf meinem iPhone. Ist ein Techno-Beat, so Techno. Lara hört halt viel Techno so, also was ist, hört Techno, fühlt halt Techno so, Rave und so. Nicht, ich glaube nicht, dass sie das jetzt so Techno-Beats so in ihrer Freizeit durchgehend hört, aber sie fühlt Techno halt. Deswegen habe ich so halt so ein DNB. Beat genommen, den ich schon lange hatte, war's ein bisschen mit Techno so, bringt die Reife in sich, hört Techno und das hier bring ich, hat sie eine schlechte Note, dann wird Lara sehr gefährlich, besser du duckst dich ehrlich, wenn Lara sagt, sie beschwert sich, so weil, ich schwöre, wenn Lara eine schlechte Note hat, sie beschwert sich, der Lehrer muss weinen, nachdem Lara mit der Person gesprochen hat, was ja auch andersrum losgehen kann, aber wenn Lara eine schlechte Note hat, dann geht's direkt zu Herrn Schreiber oder Wolf oder zum Lehrer oder Lehrerin. Und beschwert sich danach, was ich gut finde, weil so habe ich schlechte Note, ich sag so, also wenn ich so null nachvollziehen kann ich schon ein, zwei Worte sagen, aber sonst, Digga, Schule,
am Ende, wenn ich reich werde, dann bin ich nicht reich geworden, weil ich Satz des Pythagoras richtig hinbekommen habe oder weil ich eine Gedichtsanalyse geschrieben habe. Was machst du da? Genau. Ey, sag mal. Genau, und ja. Und deswegen habe ich eingebracht, besser du duckst dich ehrlich, wenn Lara sagt, sie beschwert sich. Dann hatte ich doch eine Lyrik. Hä? Sag mal, ich habe doch diese Bestiersäck. Deswegen habe ich auch noch eine sehr lustige Line. 18. Geburtstag lasse ich lieber nicht in meinen Kopf. Zwei Leute wissen, um was es da geht. Ja, doch Partys von und mit Lara sind wie fünfstellig Umsatz, weil Partys mit Lara einfach chöküsel sind, also wirklich einfach schön sind. Also eigentlich so die Lyrics versteht man auch easy. Apple, iPhone, rosa, classy, Lara, sie ist simple. Entweder irgendwas... Nein, entweder irgendwas gefällt Lara. Wo sind die? Lass sie da. Entweder Lara gefällt was und... lass es doch mal. Entweder Lara gefällt was, sie ist dabei oder ihr gefällt dich, sie ist nicht dabei. So, Lara ist keine so Larifari-Person. Aber so entweder sie ist dabei, sie ist nicht dabei. Simple und wie man sich's halt wünscht. Genau. Also das Lied geht, glaube ich, 10,5 Minuten, 3 Minuten so. Auch einfach zu verstehen. Ganz wichtig, Lara, Amelie ist eigentlich wie eine Person. Ich schwöre, wenn Amelie etwas weiß, weiß Lara es auch. Du brauchst gar nicht zu sagen, ey, Amelie, sag mal bitte nicht. Ey, sag mal bitte nicht weiter. Oder Lara, sag mal bitte Amelie nicht weiter. So kannst du dir sparen, weil sobald Amelie es weiß, weiß Lara es auch. Deswegen habe ich hier ganz wichtig eingebaut. Sie weiß alles, hat den Informanten Amelie. Brauchst du ein Geheimnis, geh zu Lara und sie gibt dir die. Weil ich schwöre, Amelie einfach wie Informant für Lara, für alles, was gerade in dieser Welt abgeht und so, dies, das. Also wie gesagt, hör dir das Lied an. Zack, zack. Und ja, das finde ich auch sehr schön. Das Lied ist mir auch sehr gut gelungen. Wie gesagt, ich hoffe einfach, euch gefällt. Und dann die letzte Person für heute, weil mehr habe ich noch gar nicht. Also ich glaube, Carla, Ilona habe ich geschrieben, aber noch nicht aufgenommen, noch gar nichts. Also Beat dazu und so, aber noch nicht aufgenommen. Aber was ich aufgenommen habe, ist Edward, my brother from another mother. Wirklich, Edward, sein Haus ist mein Haus, sein Leben ist eigentlich, okay, sein Leben ist nicht mein Leben, aber so, wenn du Umkreis bist, darf ich das überhaupt sagen? Wenn du Umkreis habest, Edward, also der da in der Nähe wohnt, ich sag jetzt, weil es öffentlich ist, sag ich jetzt nicht wo, aber wenn du in dem Umkreis bist, geh einfach hin, klingel, du wirst reingelassen und du schläfst. Und also, nicht, dass das normal ist oder üblich ist, aber für mich hat Edward sowas halt immer getan. Und ich schwöre, wenn ich lost war manchmal, weil als ich noch kein Auto hatte, keinen Führerschein und so, musste ich einfach bei Edward klingeln. Er hat mich bei sich schlafen lassen, auf korrekt. Und das wird nicht jeder machen, bin ich ehrlich. Genau, was mich und Edward verbindet, ist aber unsere Bacardi Rest. So 3-4 Bacardis können wir zurzeit an einem Abend schon mal leer machen, bin ich ehrlich. Ich suche kurz Edwards Lyrics. Also Edwards Lyrics, einfach, ganz einfach. Weil, kennt ja alle Metro Boomin. Und dieses Lied ist einfach Baba. Kann man nicht mehr dazu sagen. Und ich war so bei Edward und wir spielen so Fußball. Und auf einmal, wir haben so über Metro Boomins Album, das damals halt neu rausgekommen, haben so damals drüber geredet. Die meinten so, Digga, würde ich mal einen Drill-Song dazu machen. Ich war jetzt schon seit einem Jahr. Würde ich mal einen Drill-Song dazu machen. Ich schwöre, das würde abgehen. Und wir haben direkt einen gefunden, einen Beat. Er fand ihn nicht so krass, ich fand ihn krass. Aber ich habe leider keinen besseren gefunden. Weil Beats kann ich selber nicht so machen. Dafür habe ich Carlson oder Henry. Aber ich wollte die da jetzt nicht belasten. Weil sonst hätte ich den nach ganz vielen Beats fragen müssen. Und so einen Beat zu machen, ist schon anstrengend. Deswegen, genau, wie ein Superman fliege ich in der Nussrenn. Heute war Party nach Party, war ehrenlos. Also das Lied, bisschen leise meine Stimme, muss ich nochmal bearbeiten. Habe ich auch noch nicht hochgeladen. Wie gesagt, Julia und Lara kommen am 18. Der Rest kommt alles, komplettes Album am 19. Und genau, das sind, also die Lyrics kann ich allerdings explain. Deswegen, Edward, wenn du Fragen hast, Fala, komm zu mir. Aber genau, da geht's ganz viel um ein bisschen Spaß, Alkohol, dies, das. Weil mit Edward, ich höre Party, du kannst Spaß haben, so. Genau. Mit Fahrrad kommt vorne rein, kippe mir Becher rein, denn ich habe heute die Kokosnuss. Digga, Fahrradfahren. Wir waren mal zu dritt Fahrradfahren. Kurze Story jetzt an der Stelle. Edward, Mike und ich, wir waren Fahrradfahren von Justus Hausparty, oder glaube ich. Und der, ich war so knock. Auf einmal fahren so zu dritt Fahrrad. Ich fahr so in Mike rein. Ich hab sein Handy komplett kaputt gegangen.
Fahrrad runtergefallen, ich runtergefallen, Edward runtergefallen oder nur, ich weiß nicht mehr genau. Dann richtig schlimm und ich war so, es tut mir so leid, Mike. Und am nächsten Tag habe ich erst realisiert, was ich wirklich gemacht habe an dem Abend. Dann, wir fahren so weiter, also Mike fährt andere Richtung, wir fahren so weiter nach Hanau. Und der, ich fall so auf den Kopf, wirklich mit meinem, also mit meinem Schädel so auf den Kopf gefallen. Ich war komplett nüchtern. Ich weiß nicht wie, aber dieser Sturz hat meinen Kopf wieder Klarheit gegeben. Davor, Edward, du weißt, was ich meine, slide in, slide out. am Bahnhof reden wir mal nicht drüber. Aber war schon witzig. My only brother from another mother, hab den Superhero-Part jetzt angemacht. Wie kann ich das vergessen? Basketball-Finessen, werfe den Ball in die Dornen rein. Ja, ich habe irgendwas Basketball in die Dornen reingeworfen und wir haben den nie wieder gefunden. Aber zum Glück gibt es Menschen wie Moritz, die ihm neuen geschenkt haben. Dann, was hier auch noch reinkommen muss, ist, dass ich dir 10 Euro zum Geburtstag geschenkt habe. Und du denkst, ich habe es nicht gemacht, aber ich habe es gemacht. Lies die Lyrics nochmal und dann weißt du. Aber ja, wie gesagt, wenn du Fragen hast, komm zu mir. Hab dich gern nach Frankfurt fahren, wir ganz schnell. Wenn wir haben was zu tun, doch bring mich nach Hause vor 11. Du weißt noch, diese eine Nacht, ja, wir mussten ein Plakat ausdrucken. Und für Kunstreferat. Und wir sind natürlich so dumm, dass wir es am letzten Tag vorher erst dieses Bild gemacht haben. Also ich habe halt Edwards Design. Und am letzten Tag, also ich hatte meins schon, aber ich habe es nicht ausgedruckt. Und letzter Tag, wir wussten gar nicht, was wir machen sollen. Ich hatte meinen schon geplant, wie gesagt, aber Edwards habe ich erst da gemacht und designt und weiter. Und erst viel später, also an dem Tag viel später, ist uns aufgefallen, wir müssen noch ausdrucken, abgeben und wir hatten keinen Plan, wo. Dann, ich hatte eigentlich einen Plan, wir gehen einfach Rossmann Bild ausdrucken. Aber Rossmann bzw. DM kann man halt nicht so große Bilder. Wir mussten so DIN A1 oder keine Ahnung wie, nee, DIN A2, keine Ahnung, DIN A3 oder so. Und da kann man keine DIN A3 sofort Druck machen und genau, da mussten wir nach Frankfurt fahren, um das da zu drucken in der Firma und also es war so ein Struggle und mein Vater hat mir nicht geglaubt, dass wir das machen und er meinte so zu Nikolai, ey, aber du bring das nach Hause vor 11. Und wir so, ja, aber es war niemals möglich, Digga. Und aber was korrekt war, also was so korrekt, er hatte Angst sonst, aber war es trotzdem korrekt, dass er mich dann nach Hause gefahren hat. Und ich schwör, wir hatten keinen Tank mehr, wir mussten noch einen Stockstadt tanken. War so kritisch diese Nacht. Aber am Ende, ja, hatten wir Plakat. Ich habe, glaube ich, 14 Punkte aufs Plakat bekommen. Ich glaube, Edward hat auch 13, 12, 13, 14 bekommen. Ist auch mein Design, keine Frage, ne? Aber war wilde Zeit, voilà. Dann, genau, was ich auch sagen muss, Edward, Fakt, ich bin besser als zum Basketball. Nächstes Thema. Genau, Hauspartys. Hausparty bei dir, Abriss. Paar Lehrer, die sich dann beschweren, sind deine Nachbarn doch so gern. Lehrerin, ich hoffe, ich darf den Namen sagen. Ich hoffe, sie hat dich dafür angeklagt. Aber Frau Fischbach, Digga, wir waren so laut an diesem Abend. Digga, da gibt's Leute wie Luke, dies, das. Digga, wir haben so Krawall gemacht. Auch zwischendurch mal Edwards Tür einfach kaputt gemacht. Aber Hausparty-Abriss war ehrlich cool. Tut mir leid, wenn ich dabei sah. Und da habe ich halt auch so Adlib gemacht. Ich hoffe, ich darf diesen Namen sagen, also Frau Fischbach. Genau, by the way, Frau Fischbach, Lieblingslehrerin, Physik. Ich schwöre, ich hatte keine Ahnung von Physik, Frau Fischbach hat so gegönnt. Mündlich, bin ihr so dankbar dafür. Genau, ein paar Lehrer, die sich dann beschweren. Ich glaube, sie hat sich beschwert, aber sie hat es mitbekommen, mitgehört, keine Ahnung. Also, wie gesagt, jede einzelne Line, Julia, Lara, Edward, also bis jetzt, jede einzelne Line ist wirklich überlegt. Jede einzelne Line. Ja, wie gesagt, ich hoffe, euch gefällt es. Hört es euch an. Genau. Ich glaube, das waren jetzt erstmal die drei Personen. Ich habe jetzt vergessen, Bei Julia habe ich keine Storys erzählt. So, Julia, also Momente, die wir erlebt haben, Julia. Unvergesslich. Doch, habe ich schon erzählt eigentlich. Nee, füge ich jetzt noch nicht vorher ein. Ja, was kommt hier vor? Travis Scott. Was kommt hier vor? Weißt du noch, wie ich zu Ripma eingeschlafen bin? Ich glaube, Pragfahrt hat, keine Ahnung, hat uns alle irgendwie nochmal so ein bisschen näher zusammengebracht. So, weißt du, so, also das Fehlende in der Freundschaft, so ein Urlaub auf in Prag, einfach von Freunden her geil war, aber von Programm her big trash war. Und ich bin im Kofferraum, mir transportiert dich durch die Stadt. Das hat man jetzt nicht verstanden. Aber ja, gab keine Kofferraumfahrt in Julius Benz. Ja, wie gesagt, aber miese Zeit. Genau. Egal, hörst du dir an, Julia. Kuss.
Und ich wollte gerade beenden. Ja, ich glaube, das war es erstmal für die ersten drei Personen. Ich werde jetzt weiterschreiben. Genau, aber wie gesagt, ich muss dieses Video vor dem 19. Mai fertig haben, weil da endet meine 8,99 Euro Testversion für mein Schneideprogramm, weil ich habe das jetzt für einen Monat geholt. Und genau, da werde ich das Video jetzt bearbeiten. Ich bin jetzt auch bei gut 30 Minuten, also so 10 Minuten für jeden, von Videomaterial her, nicht von Schnitt. Und genau, ich glaube, ich schneide das jetzt direkt, weil sonst wird das alles zu viel auf einmal. Und heute nehme ich ein paar Bars auf und zeige euch ein paar Ausschnitte noch, wo ich aufgenommen habe. Und ja. Genau, also wir sind jetzt bei Carla. Ich habe gemerkt, Carlas Text habe ich doch schon geschrieben, aber halt noch nicht aufgenommen. Also Carla wirklich auch ein sehr, 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 sehr toller, lustiger und meistens fröhlich, eigentlich so 90 von 100 Fällen immer fröhlicher Mensch. Ja, also mit Carla kann man wirklich über alles reden, mit Carla kann man wirklich alles machen. Und ja, Carlas Text ist auch wirklich sehr, also ist ein sehr schöner Beat, auf den ich ja geschrieben habe. Ich weiß nicht, ob der Beat so zu Carla passt, zu dem, was sie so hört, aber warte, ich muss den hier kurz anmachen. Ne, mache ich jetzt nicht. Aber ich finde, es ist ein sehr, ist ein vom Album her der schönste Beat, den ich genommen habe. Dann habe ich auch noch einen von Carlson genommen, der eigentlich auch sehr schön ist. Der ist eher so, ich weiß nicht, ich finde den schon schön. Manche würden sagen monoton, ich finde ihn schön. Und ja, bei Carla, da habe ich eigentlich nur fröhliche, lustige Sachen drin, weil es gibt einfach so viele lustige Momente, die Carla und ich zusammen hatten. Und ja, die Hook zum Beispiel beginnt halt auch schon direkt mit und jetzt ist Carla dran, hat schönsten Beat in Fredos Album. Fredos Album, weil ich wusste nicht, beziehungsweise ich weiß immer noch nicht bis jetzt, wie ich das Album nennen soll. Ich habe mal meine Schwester gefragt, die hat mir irgendeinen Namen gesagt, habe ich gerade vergessen. Aber ich habe einfach irgendjemand, ich habe vergessen, wer Fredo heißt. Aber irgendein Haustier oder so. Keiner, irgendein Papagei. Irgendjemand hat einen Papagei oder einen Hund, der Fredo heißt, aber ich habe vergessen, wer. Egal jetzt. Jedenfalls wollte ich Fredos Album nennen, einfach so. Und ja, genau, vielleicht liegt es daran, dass ihr schönstes Mädchen nahe kommt. Also, wir hatten ja so diese Abi-Abstimmung, dies, das. Und wie es zu erwarten war, hat Carla natürlich am schönstes Mädchen oder Bestseller, was immer, gewonnen. Weil Carla wirklich Ausstrahlung hat wie Sonne, was auch hier drin ist. Also, hier ist auch wirklich alles drin. Ja, also Momente mit Carla, also das ist wirklich zu viel. Also bei Apple gibt es ja immer diese Person, also Apple erkennt ja Personen und dann gibt man den Namen und so weiter. Und da habe ich mal geguckt und Carla und ich haben einfach, ich glaube, mittlerweile so 265 Bilder genau zusammen und schon krass. Ja, also hier werden auch immer wirklich jede Sekunde macht Carla irgendein Foto, was immer schnell geairdroppt werden muss. Oder ich mache ein Foto, muss Carla airdroppen. Wirklich Hälfte des Lebens besteht nur aus Foto machen und Fotos verschicken. Ja, also mit Carla Zeit wirklich im Allgemeinen wirklich auch sehr, sehr schön. Und das ist ja auch eine Zeit, die ich sehr vermissen werde. Aber ich weiß ja zum Beispiel, dass Carla jetzt nicht so weit weg ist. Und deswegen denke ich, dass wir uns da ab und zu noch über den Weg laufen werden. Ich hoffe sogar öfter. Ja, also wie gesagt, ich habe ja auch drin, Apple zählt über 200 Pics mit uns zusammen drauf. Genau, die Geschi-Frau auch hier eingebaut. Carla weiß, wer mit Geschi-Frau gemeint ist. Diese Outfits, die waren wirklich extravagant. Also ich weiß nicht, wie viel Geld da in die Schuhe oder wie viel Geld in diese diese Chains, die sind teurer als, keine Ahnung, irgendwelche Cubans. War schon crazy und es war zu lustig. Also wirklich Unterricht, zum Beispiel jetzt Geschi oder was hatten wir noch zusammen? Sport. Ich glaube, so viel hatten wir nicht mal zusammen. Ja, egal, wie viel Unterricht wir auch immer zusammen hatten. TG, genau. Wir sind alle TG. Ja, auf jeden Fall die Zeit, die wir zusammen verbracht haben, immer crazy gewesen. Egal, ob es Unterricht oder Freizeit oder wo auch immer. Also Carla, bei dir bin ich ganz
voller Zuversicht, dass ich dich wieder sehe. Dass wir ein, zwei Fotos machen, dies, das, bisschen talken, dies, das. Ja, also Carla, wirklich einfach eine Person, die man nicht so einfach wiederfindet. So. Weil, also, auch wenn man so mit Carla so redet, so diskutiert, man merkt so, sowas kann nur Carla sagen, sowas kann kein anderer sagen. Jetzt nicht negativ gesehen, was weiß ich. Carla gibt es einfach nicht selber. Genau. Es wird bestimmt noch ein paar Rewe-Fahrten geben, bestimmt noch ein paar Fahrten, wo wir den Erzfeind anhupen oder wo wir random Julia besuchen, um ihr Hut abzuholen. Hab jetzt leider nicht so viel Zeit, weil ich muss jetzt weiterarbeiten. Heute ist sechster Mai. In zwei Wochen kommt ein neues N3N-Release und einmal G-Chord und ein Supra. Und ich sag's euch, lest die Lyrics. Analysiert die Lyrics bis aufs Ende hin. Man würde mich viel mehr kennen, wenn man so genau, wenn man wirklich, egal, macht was ihr macht, lest die Lyrics. Und ja, irgendwann Stage. Ich könnte jetzt so Carla machen. Ilonas Text habe ich jetzt aber auch fertig geschrieben. Und ich denke, Ilonas ist als nächstes dran oder Moritz. Bei Moritz habe ich auch schon einen geilen Beat gefunden und so weiter. Ja. Man sieht sich, Jungs und Mädels, genau, wie gern ich jetzt gerade in Amerika wäre. Und ja, man sieht sich. Einen Moment. So, willkommen zum nächsten Tag. Digga, ich höre, ich habe so lange Pause gemacht. Was heißt Pause? Ich habe so lange geschrieben noch. Ja, habe nicht viel aufgenommen und so. Und für mich ist es eine Pause, weil ich habe lange nichts mehr aufgenommen. Ich hoffe, man hört mich hier gut. Ja, ich würde sagen, wir machen einfach mal direkt weiter. Wir haben heute den 17. Mai. Guck, was ist denn Unterschied? Ich glaube, letztes Mal war 6. Mai, wo ich gemacht habe. Mich aufgenommen habe. Aber egal, wir machen einfach weiter. So, ich würde sagen, wir machen mal weiter mit Ilona. Ilona ganz gut. Wie gesagt, Ilona fertig geschrieben. Genau, Ilona. Ilona ist ein bisschen dunkel. Das ist jetzt für mich das zweite Lied, was ich für Ilona mache. Weil ich habe eins gemacht. Es kann sein, dass ich Auto gefahren bin. Ja, ich weiß, es kann sein, dass ich Auto gefahren bin. Oder so. Ich ja, weiß auch nicht mehr. Jedenfalls zweites Lied für Ilona. Ich habe da überlegt, also wäre ein bisschen läsch, aber ich habe so überlegt, aber die Lyrics von letztem Mal zu nehmen, aber umzuändern und so. Aber da habe ich gedacht, komm, das kann ich jetzt nicht machen, weil ich meine, kann ich aber dasselbe Lied nehmen, so. Deswegen habe ich komplett neu geschrieben und das ist jetzt wirklich auf Kali Speed. Ja, ich habe nicht viel Zeit, weil wir haben jetzt 17 Uhr gleich, ich muss gleich los und ein bisschen ballen, ein bisschen Edward finessen. Genau, bei Ilona, ja, Ilona für mich auch eine sehr, sehr, sehr gute Freundin, mit der ich, glaube ich, sehr viel erlebt habe, also wirklich. Ja, schon sehr viel. Kenne ich seit der 6. Und Latein. Weiß noch, besten Zeiten mit Herr Hartelt und so. Und ja, keine Ahnung, ich würde sagen, durch Latein haben wir ganz gut zusammengefunden, so. Wie in jedem Lied findet sich das auch in diesem Track wieder. Genau, was da auch dabei ist. Ganz viel Reezy und so und Deutsch, ich höre Deutsch. Also wenn uns was verbindet, dann ist es Deutschunterricht oder Lateinunterricht. Aber jetzt, die letzte Zeit Deutschunterricht, würde ich sagen, weil wir ja kein Latein mehr haben. By the way, Latein, stabil mit 11 Punkten, Latin mit 11 Punkten bestanden. Der ja mit gefühlt einem Punkt angefangen. Genau, und das halt ganz viel so über Deutsch und über unsere Lieblingslehrerin. Namen sage ich jetzt nicht. Dann hier, ich beginne direkt mit, okay, das ist nicht so dein Type, weil ich weiß ja, dass du Reezy hörst. Weil ich habe ja gesagt, ich mache die Beats immer so auf die Person, so weißt du, was die Person so hört. Aber das ist ein ganz dumm Trap-Beat so. Und passt nicht so zu Ilona, würde ich sagen. Aber ja, ich fand den so krass und dann musste ich den einfach nehmen. Ja, kann ich jetzt auch nichts machen. Okay, das ist nicht so dein Type, weil ich weiß ja, dass du nur Reezy hörst. Doch brauch einen schnellen Part auf Album, schnell so wie ich fahren lerne. Ilona hat mir wirklich sehr, sehr geholfen, was Fahren, Führerschein und so angeht. Was auch ein bisschen was mit dem unerlaubten Fahren zu tun hat, aber dafür bin ich Ilona sehr, sehr dankbar, weil ich glaube,
Damit habe ich ganz, ganz schön viel Geld gespart im Führerschein. Dadurch, dass ich halt schon fahren konnte. Ja, genau. Also Text, wie gesagt, nicht so lang. Bisschen BHZ drin. Zu viele Tracks, ich sehe noch BHZ und fragst nach einem Autogramm für dich, dass du sie dann bei dir im Zimmer hängst. Boah, die Leine ist so lang. Genau, Deutsch zusammen war wie Achterbahn, weil Lehrerin macht übelst krank. Der Achterbahn, weil ich bin einmal Achterbahn gefahren. Das war auch das erste Mal, bin ich mit Julia gefahren. Der, das war Fahrt meines Lebens. Also, ich dachte, ich sterbe so. Und wenn ich das wieder mache. Genau, weil Lehrerin macht übelst krank, weil ich schwöre Deutsch. Also ich weiß ja nicht, aber ist jetzt nicht so mein Unterricht, so bin ich ehrlich. Ja, Deutsch jetzt nicht so mein Unterricht, aber kann man machen. Dann die wichtigste und beste, also was heißt wichtigste, die lustigste Line in diesem Track. Warte, hier. Analysier mal lieber Texte, also irgendein Gedicht, ob Goethe ja sagt oder nein, meint, ich glaube, es juckt ihn nicht. Und dann Beat Switch up, kommt, geht weiter mit, weil er ist tot und wir sind da, nenn nur Ilona Frankfurter. Weil Goethe war ja auch Frankfurter, aber war nope, juckt niemand so. Deswegen nenn nur Ilona Frankfurter. Und ich sag Ilona auch immer, Frankfurter, die Lara, aber mit noch bisschen, bis nicht so auf höchstes die Lara-Level, wisst ihr, ich mein. Und wir treffen Capo Tankstelle, doch Becher ist nicht da. Ja, Ilona spricht für sich, weißt du genau, was ich meine. Genau, trinken Chai und kein Wein. Fahren Fahrrad nur vom Main. Der Ilona und ich sind einfach wirklich, wie, es gab ja diese Main-Zeiten so, weißt du, alle am Main getroffen. Dann Ilona war nicht so oft dabei, aber als sie mal dabei war, wir haben gar nicht, also ich selber, ich plane nie, wirklich, bevor ich ein Auto hatte, ich habe nie geplant, wie ich nach Hause komme. Und dann habe ich schon bei Personen geschlafen, der, keine Ahnung. Und natürlich habe ich da auch nicht, das war noch die Zeit, da hatte ich noch gar kein Handy, da musste ich auch mein Tablet, mein Samsung Tab S4 als Handy benutzen. Hab Rucksack mitgenommen, Tablet rein und überall hingegangen, weil ich kein Handy hatte, weil ich es verloren habe. Genau, und anstatt mir da ein neues Handy zu kaufen, habe ich erstmal ein iPad geholt. iPad Pro 12,9 Zoll. Genau. Und an dem Tag, wir sind so, also sie kommt so nach, also ich war schon da, sie kommt so nach, immer Fahrrad gefahren natürlich. Und wir mussten irgendwie zurück. Wir mussten halt nach Frankfurt, also mein Teil Frankfurt, mein Kurs, so von Groß-Kotzenburg aus. Wir sind Fahrrad um so 2, 3 Uhr nachts oder 4 Uhr nachts sogar nach Hanau gefahren. Auf Straßen, die wir noch nie gesehen haben. Ich weiß nicht, ob wir sogar nach Hanau. Genau, Hanau Hauptbahnhof sind wir Fahrrad gefahren. Es war so schlimm. Wir sind da durch einen Wald gefahren. Wir hätten eine komplett andere Strecke nehmen können. Wir hätten Groß-Kotzenburg über Groß-Auheim über Hanau. Wir sind einfach durch den Wald gefahren, weil Google Maps einfach Trash ist. Und ja, wir kommen da so an. Dann haben wir nochmal 1, 2 Stunden auf den Bus gewartet, bis der gekommen ist. Und sind dann erst in Frankfurt angekommen. Der, ich höre, das waren so crazy Zeiten. Genau, was habe ich noch? Um dich zu finden, schieße ich einfach 2, 3 AirTags in dich rein. Ja, mache ich halt. Egal, Amerika, ich finde dich, Albanier, ich finde dich, zerhände zu einem Adler, doch red nicht Albanisch. Ich schwöre, wenn Ilona mit ihrer Schwester Albanisch redet, dann ist vorbei für mich. Weil dann ist aus, dann sind wir keine Freunde mehr. Ja, aber Ilona, du weißt, was ich meine, ne? Genau, also wie gesagt, cozy der Text, cozy auf einen dunklen Beat, mag ich auf jeden Fall. Ich hoffe, magst du auch. Genau, easy. Dann geht's weiter mit, wen haben wir? Moritz. Genau, Moritz habe ich auch fertig geschrieben. Also, ich weiß nicht, ich finde den Beat ist ein bisschen random, weil, bin ich ehrlich, muss ich wirklich ehrlich sein, der Beat ist ein bisschen random, aber also er hat ein bisschen was, aber ich glaube, den feiert wirklich nicht jeder. Aber das erste Mal hören habe ich gesagt, okay, krass. Und dann habe ich auch direkt drauf geschrieben und ja, habe ich auch direkt drauf geschrieben und aufgenommen und so. Aber dann beim nochmal anhören, also insgesamt finde ich es ganz cool und so. Aber dann kommt der Beat irgendwie, also ist nicht mein Type so, weißt du? Aber ich finde, das kann man machen trotzdem. Genau. 204 steht auf meinem Pass, hab M bei mir, ergibt den Bass. Bei Felix eine Session, hör nur Traps und hörst du das. Erster Track mit Moritz. Trapzone. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich schon mal gesagt habe, aber ja, Moritz hat mich halt so ein bisschen aufs Rappen gebracht. Ich glaube, es war Corona-Phase. Und er hatte, glaube ich, keinen Plan, was er tun soll. Auf einmal sagt so, ey, Digga, lass mal rappen. Er fängt an, Texte zu schreiben. Und ja, ich wollte eh schon immer mal irgendwas zu tun haben. Kennt ihr das, wenn man irgendein Hobby braucht, nicht irgendwie so Fußball spielen, Basketball spielen, sondern irgendwas
drauf, wo man, was man selbst kreieren kann, so weißt du, und dann verkaufen kann, in Musik verkaufen, also du kriegst Geld durch Streams, aber irgendwas Eigenes halt machen. Und da fand ich Rappen, ja, gute Idee so, also durch Moritz halt, und fand ich es halt auch sehr gut. Da hatten wir immer den Plan gehabt, zusammen Tracks zu machen und so, haben dann Trap-Song geschrieben oder was gab's noch, Terence am Block oder sowas. Ja, waren Zeiten. Genau, die erste Session dann, ich weiß, nee, ich weiß nicht, ob es die erste war, aber eine Session auf jeden Fall bei Felix gehabt. Dann auch noch in diversen Autos, wie Peter oder Neskas Auto. Ja, in der Trap ist langsam kalt geworden. Moritz bringt jetzt Heat, shootet ein paar Dreier, morgen wie Miami Heat. Basketball gelernt, weil nur du kannst, wie das geht. Du kannst doch nicht allein da stehen, weil mich sonst keiner sieht. Ich schwöre, Basketball spiele ich heute, also in meiner Freizeit, nur wegen Moritz. Weil es einfach für mich eine Sportart ist, die aber nicht so. Okay, ist schon bekannt und so, aber nicht jeder spielt die so wie Fußball, weißt du? Ich finde, Basketball ist Kunst für mich. Basketball ist Kunst. Und als ich dann so, keine Ahnung, wir haben ja auch diesen Film gedreht mit Jolene und so, in der 10., diesen Basketballfilm, da habe ich schon ein bisschen gemocht so. Der Film ist irgendwie nie fertig geworden, aber das waren auch Zeiten. Genau, wegen Moritz habe ich halt am Basketball angefangen zu lernen oder zu spielen. Und ja, Digga, seitdem jedes Sportunterricht, wenn Lehrer fragt, welches Spiel wollen wir spielen, ich sage Basketball, weil ich schwöre, ich will sonst nichts anderes spielen. Früher, immer dieser Fußballfilm, ich liebe Fußball immer noch so. Ich spiele auch Fußball. Also im Verein und so. Aber Basketballfilm finde ich underrated, finde ich. Ja, dann hier hab mit Rappen angefangen, weil du meintest, ja, lass mal rappen. Jetzt liebe ich, was ich mache, auch wenn andere Leute haten. Moritz hat leider mit Rappen, also ich denke mal, mit Rappen aufgehört. Aber naja, ist wie es ist halt so. Aber ich bin dir sehr dankbar, Moritz, dass du mich darauf gebracht hast. Und so ist mir, also ich mache Rappen, tue ich halt wirklich, weil ich es mag, so weißt du, so Texte schreiben, aufnehmen und arbeiten an irgendwas, dieses selbst kreieren halt, so wisst ihr. Und sowas Eigenes liebe ich halt einfach. Und ich bin halt so glücklich, seitdem ich das mache. Und ganz egal, wie viele Streams oder monatliche Hörer ich habe und so, ich bettel mich da nicht. Ich bin einfach, also ich mache so, weil ich mag. Bisschen Geld habe ich auch schon, also bisschen. Man muss bisschen aus verschiedenen Perspektiven sehen, aber bisschen Geld habe ich damit schon gemacht, so. Im Auto eine Fahrt, 18 Jahre, du gibst Gas. Das ist ein bisschen so an die eine Autofahrt, als du 18 warst. Erinnert mich das so, weil wir da ja so Cafeteria gefahren sind, wieder zurück. Oh mein Gott, ist das so kalt. Weil wir da ja Cafeteria gefahren sind und zurück. Genau. Und wenn ich dich einmal wiedersehe, habe ich ein Mikro im Gepäck. Ja, weil, wie gesagt, wir hatten nie einen Spot, wo wir aufnehmen. Und unser Aufnahmeding war auch Trash und so. Hat meine Mama mir geholfen, ein Mikro zu holen. Und da hatte ich endlich ein richtiges Mikro, so Rode, NT, was weiß ich. Und seitdem benutze ich auch heute immer noch eigentlich sehr stark. Das Programm war ein bisschen lech. Mittlerweile habe ich ein besseres Programm. Genau, seitdem Moritz immer so, ey, hast du ein Mikro dabei? Wenn nicht, musst du zu Hause aufnehmen. Ich weiß nicht genau mit was. Oder bei Laurin hat er aufgenommen, genau. Aber als ich das Mikro ein, zwei Mal in die Schule mitgenommen habe, haben wir da halt ein paar Sessions gehabt in den Autos. Und ja, Ammo 49. Auch unser Star, der Ammo 49, unser Trapper gewesen. Nike TN sportlich am Block. Auch einmal aufgenommen. Moritz gesteht, da gibt es ein legendäres Video. Wenn ich es finde, seht ihr es jetzt hier gleich. Aber Was bin ist mir nicht das denn sicher. hier? Jedenfalls, da waren Moritz und Philipp AB am Wein, am Weiben. Zu meinem sportlich am Block-Cover. Der Nachbarn machen Auge. Der ist für mich mein Headstar so. Das ist, wenn ich mal ein Album machen sollte. Also, neben dem jetzt. Ich nenne es von ganz unten. Bin ich mir ganz sicher. Und das ist wirklich komplett auf Trap angelehnt. Ich liebe es. Also, guck mal, kurzes Shoutout hier an Emilia. Ich liebe es einfach, wie so Leute wie Emilia. Weil ich habe ja auch jetzt seit neuestem so mit ruhiger Musik so angefangen. Also, was ist ruhiger? Nicht so mit vielen 808s und so. Ganz classy so. Und ich liebe es einfach zu sehen. So wie Sonnenuntergang zum Beispiel. Ich liebe es einfach zu sehen, wie. Also ich hoffe, Emilia feiert es. Aber ich liebe es einfach zu sehen, wie so Leuten wie mir sowas gefällt, weil ich finde, das ist so diese weibliche Richtung, würde ich jetzt einfach mal sagen. So, also ich will hier niemanden offenden, aber ich denke mal, weibliche Personen hören so ruhige Musik eher als männliche Personen.
Ja, und ich liebe es einfach zu sehen, wie das anderen gefällt. So. Genau, ich bin ehrlich, keiner weiß, bisschen gefloppt, so, weil ich kann nicht singen. Also, ich kann nicht singen. Aber es gibt halt. Autotune kann ich auch gar nicht benutzen. Und da muss mir Karl unbedingt zeigen, wie es geht. Aber ich versuche halt mein Bestes so. So, welches Wetter habe ich so gut. Also, finde ich, habe ich so gut gemacht, dass es sich halt eben gut anhört. Obwohl es halt gesungen ist, weißt du? Mit meiner Schwester so. Und ja, aber jedenfalls sollte ich mal ein Album rausbringen. Na, neben dem. Heißt es von ganz unten komplett Trap einfach. Ich habe sogar schon ein bisschen was geschrieben. Ich habe so viele Tracks. Genau. Ja, mehr ist da nicht. Also Moritz, wirklich, hab dich lieb, ohne Witz. Wir sehen uns jetzt gleich, weil wir gleich ballen gehen. Ich muss auch gleich los. Aber ich glaube, eine Person. Ich glaube, die nächste Person mache ich morgen, weil Nessie habe ich noch nicht fertig geschrieben. Aber Nessie. Beat habe ich, aber noch nicht fertig geschrieben. Und das mache ich, glaube ich, heute Nacht, wenn ich nach Hause komme. So Leute, am besten nicht lange Faxen machen. Ich würde sagen, wir beginnen einfach direkt mit Nessie. Wir haben heute schon, wir haben schon den 11. Juni und Snippet ist heute Nacht, also heute Morgen um 0 Uhr rausgekommen. Und Leute, ich bin so glücklich, weil dieses Album einfach in einer Woche kommt, beziehungsweise er hat es ja wieder zum 10. Mal gesagt. Ich habe diesmal nicht Julias Kopfhörer mit, weil das hat immer so ein Rauschen gehabt, so, wisst ihr, diese Kabelkopfhörer. Deswegen mache ich jetzt einfach so, aber das Problem ist, es ist sehr windig und deswegen weiß ich nicht, ob er mich jetzt versteht. Ich hoffe, man versteht, aber ich hoffe, man versteht mich. Ich hoffe, das Video ist gerade nicht abgebrochen, weil mein Akku ist gleich leer. Ich sag schon mal vorab, Nessie, ich bin ehrlich, ich habe den Song verkackt, sage ich jetzt so. Und es tut mir leid gegenüber dir, es tut aber auch mir leid gegenüber mir, weil so, Digga, ich bin dumm. Weil ich finde, guck mal, ich sag mal so, Julias Song habe ich halt als erstes gemacht. Deswegen konnte ich da wirklich all meine Mühe reinstecken, so wisst ihr. Aber bei Nessie, weil ich halt so viel zu tun habe gerade, konnte ich erst dein Lied vor nicht allzu langer Zeit anfangen. Und ich musste ja auch noch schreiben und so. Und ich habe aber dann, ich glaube, ich habe da 9 Stunden gesessen an deinem Song. Und ich fand es, das erste Mal hören, dachte ich, okay, gut. Aber dann gab es diese eine schiefe Stelle, wo ich gedacht habe, Digga, nee, warum? Habe ich versucht, die auszubessern, dies, das, ging nicht. Und ich kann es auch nicht nochmal neu aufnehmen, weil ich mache halt so, dass ich aufnehme und dann Bearbeitung an dem ganzen Song. Ich nehme auf, höre es mir an, das habe ich dann wohl überhört. Und mach dann, weil ich muss so viel an meiner Stimme immer machen, dass es sich halt gut anhört. Und dann diese eine Stelle erkenne ich erst später so. Und es ist wirklich nur diese eine Stelle. Und da habe ich halt, der diese eine Stelle macht aber das komplette Lied kaputt. Dann ab Minute. Ich muss den Song kurz anmachen. Einen Moment. Ja, also 31 Sekunden, dieses erst ein bisschen basic, aber ich schwör, du bist so schön. Digga, ich schwör, dieses erstes Esser, es geht so, anstatt erstes Esser ein bisschen, also auf einer Dings zu bleiben. Es geht immer höher, obwohl es nicht höher gehen sollte. Wisst ihr, was ich meine? Ich rede so, als kann ich Musik, aber ich weiß eigentlich nur, was eine Achtelnote ist. Genau, und das finde ich halt, Digga, kacke. Aber ab Minute, bis hoffe, dass du weißt, dass ich dich mag. Jedes Freundebuch kommt auf, weil ein Buch kann man leicht verlieren. Doch das Internet vergisst nie, deshalb schreibe ich dir ein Lied. Oh mein Gott, der, ich höre immer, wenn ich sie höre, muss ich anfangen zu weinen. Also ab Minute 1, 3 ist halt nochmal so ein Switch-up und dann wird es halt anders. Deswegen hoffe ich, das gefällt dir, Nessie. Aber es tut mir ehrlich leid, weil das am Anfang, ich bin nicht ehrlich, habe ich nicht gut gemacht. Und dann habe ich es aber hochgeladen, weil ich höre das nochmal neu zu machen. Das ist so anstrengend. Und da dachte ich, komm, ich lade jetzt aber hoch. Und ich meine, es geht ja am Ende um die Lyrics, so, weißt du? Weil das ist ja das, was ich euch rüberbringen möchte, so. Über die wir jetzt auch mal sprechen. Und zwar bei Nessie rosa, genau wie die Farbe rosa kleine müde Maus. Also müde Maus, das kommt daher, weil ich glaube, du hast mal gesagt, dass deine Mom dich immer so nennt. Und ja, das ist auch so ein Ding, so. Ja, ich weiß nicht, ich finde es schön. Und ja, rosa wie die Farbe rosa, verstehst du ja. Dann, es tut mir leid für das kleine Missgeschick. Ja, ich meine die Couch. Weiß auch nicht mehr, was da passiert ist, aber
Ja, tut mir leid. Und dann geht's weiter mit: Ich schwöre, ich mach's wieder gut, lad mich doch einfach bei dir ein. Und ich kauf dir eine Couch, vielleicht trinken wir da noch ein, zwei Wein. Es war natürlich Ironie, aber es ist halt so dieser Vorwand, dass du mich einlädst, weißt du, dass wir Zeit miteinander verbringen können. Ja, genau. Deswegen lad mich ein, trinken wirklich Wein, aber ich kann leider keine Couch kaufen. Irgendwann bestimmt. Genau, und dann habe ich bei Nessie so gemacht, dass ich halt so Nessie durchgegangen bin, also Nessi. Und dann für jeden Buchstaben so ein Wort rausgesucht habe. Und dann das Ende Nessi steht für nett, verpackt Geschenke viel zu süß. Und das ist wirklich so, weil wie Nessi sich für Geschenke opfert, beziehungsweise was sie alles dafür macht, finde ich schon sehr süß. Und Nessi kann zu jedem Anlass, hat zu jedem Anlass ein Geschenk parat. Zum Beispiel, ich habe nicht vergessen, fand ich es schön, als ich Corona hatte. Tja, du hast einfach so eine ganz so eine kleine Tüte war das, glaube ich. Hast du so für mich gemacht mit so Süßigkeiten und Schokolade und so. Und du hattest natürlich nicht die Möglichkeit, mir die zu geben, weil ich wohne in Stockstadt her, bis hierhin 7 Jahre. Aber das Krasse fand ich, du hast es mir immer noch gegeben und das, glaube ich, so 2 Wochen später, wo ich mal im Fußballtraining war, Moritz irgendwas geben musste. Und du hattest das Geschenk immer noch mit dabei. Und da fand ich schön, dass du mir immer noch gegeben hast, obwohl ich kein Corona mehr hatte. Genau, genauso wie mein Geburtstagsgeschenk oder keine Ahnung, also alles, was Geschenke angeht, was ich auch bei anderen sehe, also wenn du jemand anderem was schenkst, finde ich schon sehr schön, wie du das vorbereitest und verpackst und alles. Und ja, man spürt einfach, dass dieses Geschenk so von Herzen kommt, so weißt du, wie ich meine. Genau, dann nicht nur du, die Seele auch, du brauchst keinen Streit, du willst nicht weinen, das ist dann das zweite S in Nessie. Genau, das I habe ich dann leider vergessen. Auch das heißt vergessen, konnte ich nicht mit einbringen, weil ich sind ja 4 Lines und leider keine fünfte mit einbauen. Ja, also dann ist ja auch ein bisschen Rallye zusammen drin und Mittwoch ist der Mittagsschlaf, ganz wichtig, weil wir immer mittwochs 3 Stunden frei hatten und ja nichts zu tun hatten, wenn wir nicht lernen mussten. Bibliothek gegangen, haben gechillt. Genau, und dann was ganz Wichtiges war, das kann ich euch kurz zeigen, der Chatverlauf hier gleich. Mir hat eine Line gefehlt, ich hatte Blackout so. Und ich wusste nicht, was ich mit einbringen soll. Und dann ist es mir so eingefallen, dass Nessie wirklich die komischsten Sachen isst, die es gibt, wie zum Beispiel Thunfisch oder Marzipan oder Digga, was weiß ich. Und da musste ich, bei Thunfisch war ich mir nicht sicher, oder was Marzipan? Was habe ich gesagt? Das ist ekelhaft, egal was du erzählst, genau wie Thunfischsalat, Bruder, was ist los mit deinem Geschmack? Und bei Marzipan, das hatte ich schon. Aber ich wusste nicht, ob das stimmt. Und brauchte eh irgendeine Line. Da habe ich am besten nochmal Nessie gefragt. Digga, und mein Herz. Digga, ich hatte so Angst, weil ich wollte eigentlich, dass niemand. Ich wollte nur diese Anspielung machen, so wisst ihr. Weil, Digga, ich war. Jeder von denen. Die checken das eh nicht so, habe ich mir eh gedacht. Ich hoffe, sie haben es bis jetzt immer noch nicht gecheckt. Weil, wenn die checken, nicht sagen, finde ich schon ein bisschen traurig. Also, blöd mir gegenüber. Aber ich denke mal, die checken es nicht. Und dann, als Nessie das geschrieben hat, Digga, ich dachte, sie hat es gecheckt und so. Und ja, weil es soll eine Überraschung sein. Ja. Wo dieser gute Part beginnt, ja, Dilla, brauchst du ein Geschenk? Kauf ich ein Dilla-Ticket, will auch gern dahin, weil ich schwöre schon wirklich auf ein Dilla-Konzert. Nicht nur wegen Photosynthese. Ich habe so Ohrwurm von diesem Track, ohne Witz. Genau, dann kommt die Hook einfach nochmal. Das ist auch schon zu Ende. Also Nessie wirklich sehr liebenswerte Person. Ja, ich weiß nicht, ob ich noch ein bisschen was zu den 2 letzten Tracks sagen möchte. Zu Allein und Lass los. Also Allein schon sehr langer Track so. Ich wollte ihn gar nicht allein nennen, weil ich rede ja über alles das, was ich nicht allein gemacht habe, weißt du. Aber jetzt bin ich halt allein, so wisst ihr. Deswegen heißt es auch allein, aber ich hätte einen besseren Namen finden können, mir fällt aber keiner ein. Genau, in allein, also so, da kann ich so ein bisschen über die Struktur erzählen. Also da geht's los mit also 5. bis 10. Klasse, so die Klasse, wo ich mit der C war, also meine normale Schulklasse. Genau, habe ich immer 5 Klässler fahren Badmobils. Badmobils, das möchte ich nicht erklären, aber hat auch seinen Sinn dahinter. Dann habe ich so einen Satz zu jeder Klasse. Also 5 Klässler, deutscher Beitrag, kein Stift, denn ich kann, es geht um mich. Weil ich hatte in der 5. mal wirklich keinen Stift. Habe gesagt, ich kann die Klausur nicht schreiben, also die Arbeit nicht schreiben. Dann bei 6. Klässler, habe die Statue im Blick und ich mache sie kaputt. Habe ich die Statue kaputt gemacht, nächstes Thema.
Siebtklässler fahren Badminton, er denkt, Justus für mich, ja, ich hatte ihn lieb. Also, fünfte, sechste, es gab mal so, zwar Justus hat so eine, in der fünften Klasse, ich glaube von der Mama aus, hat so eine Party gemacht, Fünftklässler-Party mit allen Jungs und mich nicht eingeladen, weil ich war einfach lost in dieser Klasse. Und dann aber sechste auch, dann siebte Klasse, habe ich so ein bisschen normaler im Kopf, so wisst du, wisst ihr. Und habe dann so Justus gefunden, weil, keine Ahnung, wir haben ein paar Interessen gezeigt, dies, das. Und ich glaube, da kam auch Palmen aus Plastik raus. So, wir haben dieses Rap halt gefeiert, so weißt du. Und konnten auch immer über Rap so reden. Deswegen, Justus, ich hatte dich wirklich sehr lieb. Also ohne Witz, wenn ich an was Glückliches denken muss, an meiner Dings, Mittelstufen-, Unterstufenzeit, dann ist es Justus, weil Justus hat mich glücklich gemacht. Genau, dann 8 Klässler fahren Badmobils, Teil in Air hören die ohne mein Team, also Kopfhörer hören die ohne mein Team, aber das haben wir, glaube ich, in der siebten oder ich glaube sogar Ende sechste gehört, ich weiß nicht, wann das rauskam. Nee, 2016, also siebte, glaube ich. 9 Klässler fahren Badmobils, TO, eine Fahrt mit einem Eltern, ich weiß. 10 Klässler fahren Badmobils, noch ein Jahr, ich habe Angst, dass ich Freunde verliere, doch was will ich noch hier, weil die C fragt mich ab, auf was Neues im Spiel, eins davon ist Kala. 11 Klässler fahren Badmobils und die Season beginnt. Genau. Klärt sich von selbst, denke ich mal. Und dann geht das Lied, das ist so Intro, wisst ihr? Und dann beginnt das Lied so ab 11. Klasse. Und dann erzähle ich und erzähle und erzähle. Und No iPhone-User. Also, wie gesagt, die, an die die Lyrics gerichtet sind, die verstehen die auch. Deswegen, weil ich kann jetzt nicht alles erklären hier. Ja, Bahnhof zu 80, Gruppe, Endschatz, weil ich langsam die Fassung verliere. Ja, genau. Da waren Kategorien über Zugzeiten, die wir noch gefahren sind, bis wir dann alle Auto gefahren sind, beziehungsweise ihr alle Auto gefahren seid, weil ich ja der Jüngste bin und bis ich Führerschein hatte, war Oktober und dann Auto erst im Februar gekauft und alles. Und dann gehe ich sehr chronologisch runter, so, wisst ihr? Erstmal dieses Zugfahren, dann kommt dieses Autofahren, dann kommt dieses No-Alphen-User, wisst ihr, weil da die Gruppe ja so war. Genau, da kam immer dieses persönliche mit Ilona Autofahren, mit Julia Autofahren. So diese Zeit, die man dann immer mehr miteinander verbracht hat, wisst ihr? Und genau, dann auch immer diese Freundschaft immer intensiver wurde und so, wisst ihr? Genau, dann Moritz kam da auch. Wegen Moritz fand ich an zu rappen und trappen, weil er sagt mir: Bitte, Bruder, wie lasse ich das los? Ja, erklärt sich von selbst. Dann sehe ich Julia mal nicht, dann ist Baller mein Kopf tot. Wegen Julia, das habe ich euch ja vorhin schon erklärt, diesen Effekt, den haben können, wenn Menschen nicht da sind. Dass es einfach keinen Sinn macht, da zu sein, wenn diese Person nicht da ist und so. Dann, ich habe Angst, auch ich weiß, gute Zeit geht vorbei, das sind Zeiten, da bleibe ich will noch nicht heim, erklärt sich von selbst. Dann habe ich so gut, also in diesem Text ist wirklich jeder Name drin. Es sind nicht viele Namen, es sind viele Namen schon, aber jeder Name drin, wo ich sage, diese Person werde ich vermissen, so, wisst ihr, wie ich meine? Und dass diese Person einfach eine gute Person in meinem Leben war. Ja, ich einfach vermissen werde, so, wisst ihr? Wie gesagt, Lyrics kommen hoffentlich, wenn nicht, wenn diese Lyrics nicht auf Spotify innerhalb von einer Woche kommen, weil es immer 7 Jahre dauert und die nur auf Apple Music früh genug da sind, dann mache ich ein Lyric-Video. Kennt ihr die Videos halt, die Lyric-Videos, wisst ihr? Und ich mach das jetzt. Ich mach das jetzt gleich. Ohne Witz. Ja, dann, ich war mir sehr unsicher, ob ich das machen soll, aber ich habe die Kennzeichen vielleicht hängen von den Autos. Weil, wenn ich eine Person nicht gesagt habe, habe ich das Kennzeichen gesagt, aber ich hoffe ehrlich, es ist nicht schlimm und man weiß ja nicht, welche Person das ist, wenn man das Kennzeichen nicht kennt, aber die Person, an die es gerichtet ist, wie ich schon 10-mal gesagt habe, weiß ja ihr Kennzeichen, deswegen. Manchmal habe ich die Kennzeichen auch so abgekürzt. Jesus, was machst du? Manchmal habe ich die Kennzeichen auch so abgekürzt, weil die entweder zu lang waren oder ja. Genau, also da ist alles dran, selbst erklärend, wie gesagt, für die Person. Und dann kommt ja: Penelope hat 70 Blätter für mich, also Donner. Deutsch wäre mies, ja, wäre ich ohne dich. Deutsch wäre wirklich mies, wäre ich ohne dich. Weil, und ich glaube, ohne Donna und ihre Lernzettel hätte ich so viel, der hätte ich so viel verpasst in dieser Schule. Also, Kuss an dich, Donna. Dann beginnt der neue Beat von Henry. Man denkt einfach, ja, ich habe Beat eingefügt und so und neues Lied beginnt. Aber
Dieses Busser kopft mir 70 Kreppel und Pragfahrt, ich hab es im Kopf, wie als wäre es gestern, ist doch auf den anderen Beat. Und die Idee, dass ich Henrys Beat schon früher reinmache und dann mit einer Transition mache, dass der selber weitergeht, ist erst gekommen, als ich sie schon fertig hatte. Und deswegen habe ich dann dieses Busser, 70 Kreppel und Pragfahrt und so, ab da habe ich tiefer gemacht, habe ich langsamer gemacht. Oh, sorry. Habe ich tiefer gemacht, habe ich langsamer gemacht und versucht auf den Beat zu machen, dass es sich gut anhört. Genau, nur dann bei Carla, wo ich sage, Carla macht Fotos die Paparazzi ohne Kamerateam, Bro mit dir kann man lästern. Der letzte, dieses Bro mit dir kann man lästern, das passt nicht mehr, aber da habe ich gesagt, egal. Und ja, da ist halt, beginnt halt Henry Speed schon und dann geht's halt weiter. Ich weiß, und du sagst zu mir, Bruder, lass diese Fahrt los. Dieser Typ ging 3 Jahre, Notremus und ich lass los. Notremus heißt keine Angst. Und dann kommt halt, geht's weiter. Und da heißt der Track halt, ich lass los. Und ja, einfach guter Abschluss so. Auch ein Track, den man sich auch so anhören kann, finde ich. So, weißt du. So zum Einschlafen. Spaß, keine Ahnung. Zum Einschlafen immer 3 Fragezeichen oder 3 Ausrufezeichen oder TKKG. Ja, genau, auch selbsterklärend. Danke, Henry, für den Beat. Und ja, Album kommt. Das war es eigentlich mit dem Video. Da sind noch 10 Tage Schule, dann Abi, akademische Feier, dann Abi-Ball. Boah, und dann ist es vorbei. Chiago-Konzert.